Fuß. Fuß. Sitz. Platz. Fuß. Und Fuß. Komm jetzt. Platz. Oh Gott. So, Hanna, komm mal mit. Komm bei mir. Nochmal Sitz. Ruhig, fein. Nochmal Platz. Ruhig, fein. Komm hier. Und Fuß. Ruhig, fein. Fuß. Sitz. Merkst schon, worauf es losgeht, ne? Also, ja, ist man authentisch, wenn man den Hund da mit Kommandos zusammenbrüllt, oder geht das auch ein bisschen anders? Ich glaube, ich weiß, dass ich jetzt gleich eine gewisse Linie dann noch vervollständige, aber Näheres kommt gleich, geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, war mir ein Bedürfnis, über dieses Thema ein Video zu machen. Und zwar geht mir das darum, dass man erstmal für sich selber erkennen sollte, was ist überhaupt ein gehorsamer Hund? Also ist es wirklich davon abhängig, wie schnell er die Kommandos ausführt? Muss man ihn dafür anbrüllen wie auf dem Kasernenhof-Ton? Ist es nicht eher authentischer, wenn man sich so verhält, wie man eigentlich auch so mit Menschen normalerweise umgehen möchte? Und ja, das war mir ein großes Anliegen, weil ich weiß, dass es macht immer unheimlich viel Eindruck, auch wenn jetzt Menschen so Videos angucken, meinetwegen von so perfekt trainierten Schutzhunderassen, also so Schäferhund, Mali, Dobermann, wenn die, mich beeindruckt das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einschätzen kann, was das für eine Arbeit ist, den Hund dazu zu kriegen, dass er das so und so macht. Aber ist es nicht eher sogar so, dass ein Hund, der nicht auffällt, weil er halt nicht auffällt, der ist, der angenehmer ist, also angenehm im Sinne von entspannter. Ja, also da soll die Reise hingehen. Bei mir in der Hundeschule, da kommt das ziemlich oft vor, gerade wenn ich jetzt Welpenstunden gebe und wir haben uns jetzt meinetwegen schon 3, 4, 5 Mal getroffen, dann sind die Hunde ja eben auch entsprechend einen Monat älter geworden und dann kommt ab und an mal die Frage von einem Kunden, ja, wann wir denn das jetzt mit dem Fuß machen? Und dann erkläre ich das immer so, wie ich das auch jetzt mittlerweile wirklich fühle. Und ich sage mittlerweile, weil ich komme, das ist ja jetzt schon den meisten schon bekannt, aus der Jagdhundeszene. Und vor 35 Jahren, da hat man das jetzt nicht hinterfragt oder sowas. Da war das Kommando, wenn der Hund da gehen sollte, Fuß. Und das hat man auch verwendet. Vielleicht bei den guten Jagdhundeausbildern eigentlich immer schon so, dass der Hund das natürlich auch verstanden hat, was das jetzt so soll und so weiter. So, und bei den Schäferhunden braucht man jetzt nichts zu sagen, da ist das genauso. Da heißt es immer Fuß, wenn der Hund hier gehen soll. Noch ein bisschen anders, weil der ja da eben, wenn er richtig gut sein soll auf der Prüfung, halt diese Aufmerksamkeit so perfekt vorleben soll. Also dieses wirklich nach oben starren und ja, sag mir das Nächste und ich bin da voll dafür und so. So mache ich das ja noch nicht mal. Aber wenn ich in der Stunde dann gefragt habe, was würdest du denn jetzt zu deinem Hund sagen, wenn du nicht voreingenommen wärst und da eben vorgeprägt wärst durch das, was man denn so hört, was man denn so mit dem Hund macht, würdest du diesen Zustand, dass dein Hund bei dir gehen soll, jetzt von dir aus Fuß nennen? Also könntest du jetzt dahinter stehen? Und dann ist meistens, dass die Leute sagen, also es wäre jetzt so das ziemlich das Letzte, was mir eingefallen wäre.
Da ich viele Frauen in der Kundschaft habe, kommt eigentlich meistens, wenn sie sich dann dazu äußern, da eigentlich so eher das, was sie aus der Kindererziehung dann irgendwie wohl auch getan hätten. Weder hätten sie das Kind durch Gummibärchen versucht dazu zu bringen, dass sie so neben einem gehen, sondern ich stelle mir jetzt gerade das vor. nee, macht man nicht. Soweit sind kleine Kinder und Hunde eigentlich auch nicht voneinander entfernt, was das angeht. Motivieren. Sondern ich übe mit den Leuten, dass sie eigentlich dadurch, dass sie die Leine recht kurz greifen und so gehen, wie sie halt dann halt nun mal gehen, dem Hund das damit eigentlich fast unmöglich machen, woanders zu sein. Durch das einfach Kurzgreifen der Leine. Aber halt nicht, sondern so wie wenn man ein Kind an der Hand führen würde. Und diese Normalität leben und eben durch das Kurzgreifen bewirken, dass der Hund eigentlich gar nicht viel andere Sachen machen kann, wie bei mir zu sein. Und damit bewirke ich, wenn die Leute sich dran halten, immer, dass der Hund sich ganz schnell auch daran gewöhnt. Also es darf natürlich nicht auf dem ganzen Spaziergang sein, sondern wirklich immer mal einstreuen, dass der Hund das kennt, dass er Routine bekommt. Weil wenn der Hund Routine bekommt, kann er auch nicht mehr so stark überfordert werden. Das ist Überforderung, also die sich dann ja immer auch zeigt diese bekannten Verhaltensweisen, dass der Hund in die Leine reinspringt wie blöd, dass er schreit, wenn er irgendwie was sieht, dass er überall hin will und eigentlich immer den Hintern zum Besitzer gerichtet hat, weil er sich auf alles andere konzentriert, bloß nicht auf den Besitzer, dann denke ich mir, genau so, wenn die jetzt da an jemanden kämen, der denen jetzt sagt, ja, da musst du mal ordentlich durchgreifen, das musst du jetzt Fuß und dann zack und so und dann weißt du das schon. Ja, das Gegenteil ist der Fall, absolut das Gegenteil ist der Fall. Menschen, die eigentlich keinen Anlass haben, mit dem Hund wirklich, sagen wir mal, richtig so Kommandostimme zu fahren, verlassen sich auf die Wirkung des Wortes an sich. Und da sehe ich ein ganz großes Ding drin, dass genau deswegen, weil man Worte verwendet, die einem selber nicht einfach locker über die Lippen kommen, weil man nicht dahinter steht, weil man auch den Sinn gar nicht so richtig begriffen hat, ihn aber auch nicht hinterfragt, dass es deswegen wirklich in der Erziehung des Hundes oder im Training des Hundes da einem sogar im Weg stehen kann. Also dass man immer meint, der muss Fuß können. Ich sage, seh das doch lockerer, der muss bei dir sein und nenn das auch so, wie du das jetzt gerade möchtest. Weil man immer, wenn man hinter etwas steht, also hinter dem, was man sagt, also wirklich auch voll steht und überzeugt davon ist, dann hat man auch automatisch die richtige Ausstrahlung. Und wenn man authentisch sein möchte, wovon ich einfach mal ausgehe, dass das eigentlich jeder möchte, dann sollte man sich auch nicht verstellen und da irgendwie aus jemandem, der eigentlich nur möchte, dass der Hund nicht mehr zieht, einen Menschen versuchen zu formen, der da den Hund anbrüllt oder an der Leine rumreißt, wie doof, weil das überhaupt nicht zur Entspannung des Hundes oder naja, zu der Situation an der Leine eben auch beiträgt, weil die Leute da selber nicht hinterstehen. Ich mag zum Beispiel auch ganz, ganz gerne, wenn man mal sich also richtig vornimmt, dass man mit dem Hund nur über Sichtzeichen und Körpersprache mit dem was macht. Also nicht den ganzen Tag, das kriegt man nicht hin. Sowas klappt ja auch nur, wenn der Hund wirklich schon relativ gut aufmerksam ist. Aber dass man das wirklich mal macht, dass man seine Worte weglässt, die man jetzt auch schon durchaus mit dem Hund ja auch schon geübt hat und so, sondern dass man über Gesten versucht, das zu erreichen, was man jetzt vom Hund sehen wollte. Weil dann zwingt man sich selber dazu, eindeutig zu sein. Wenn man den Hund stoppen möchte, da braucht man es halt wirklich am dollsten, dass man dann nicht praktisch so stopp oder so, sondern dass man dann vielleicht, wenn es erforderlich ist, auch mal stopp sowas macht. Und dann siehst du, obwohl ich hier gar keinen Hund stoppen möchte, mache ich das automatisch, dass ich mich dann so auch, also dass ich auch so aussehe, als würde ich den stoppen wollen. Im besten Fall will ich das dann auch wirklich und dann kommt es halt authentisch rüber. Das ist ja gerade das Dumme. Dann habe ich noch ein Beispiel aus der Jagdhunde-Geschichte. Da
gab es, den Spruch gibt es heute noch, das weiß ich, aber ich habe nun auch mal Bilder im Kopf. Da hieß es immer, wenn die Jagd vorbei ist und man weiß abends den Namen eines gewissen Hundes, dann war es ein nicht gut erzogener Hund. Also ich hätte jetzt fast gesagt, ja, kann der Hund ja nichts für. Aber es ist so, ne? Wenn er nicht horcht, wenn er immer angesprochen werden muss, so Bello, Bello, Hasso, was weiß ich denn, und es interessiert den Scheiß, na gut, aus nachvollziehbaren Gründen, aber das wäre egal, dann weißt du, das war kein gut ausgebildeter Hund. Der, wo du den Namen nicht weißt, auch bis abends nicht, da hat es anscheinend funktioniert. Und nicht, weil er im Auto geblieben ist und keinen Scheiß anstellen konnte, sondern der macht halt seine Aufgaben und es passiert alles einfach ruhig und sachlich. Und man merkt eigentlich gar nicht, dass der Hund geführt wird. So, und ist der jetzt unbedingt mit noch mehr Druck ausgebildet worden? Oder war das dann eher so, und ich gebe gleich mal den Tipp, ja, das war so, dass der Besitzer eines solchen Hundes, der halt dadurch, dass er nicht auffällt, der hat sicherlich insofern anders geübt, als dass er nicht versucht hat, das die ganze Zeit zu erpressen, sondern der hat den Hund in Routine gebracht. Also der Hund weiß, gewisse Sachen sind nicht erlaubt, da hat er Klarheit, weil das immer so gehandelt wird, und er ist nicht mehr so schnell überforderbar, wenn es überhaupt noch sowas werden könnte, den Hund zu überfordern, sprich, dass er ein ihm gesetztes Kommando nicht ausführt, weil der Reiz, der ihn umgibt, einfach viel zu stark ist. Der hat schon einiges erlebt an Reizen, die er ertragen musste. Und wenn man das übt, und zwar, also wirklich, da kann man ganz, ganz viel zu Hause üben, dann wird der Hund immer entspannter im Sinne von, hat eine längere Zündschnur, wie man dann auch so schön sagt, ne? Kurze Zündschnur, scheiße, weil sieht ein Vogel wegfliegen, muss da hinterher, weil er sonst stirbt. So sieht es ja manchmal aus, ne? Wie die Hunde sich verhalten. Wenn du das hinterfragst, denkst du dir, Hund, was versprichst du davon? Aber Hunde denken nun mal anders oder denkt an meinetwegen Kettenhunde. Ich meine, das ist Gott sei Dank in Deutschland schon seit Ewigkeiten nicht mehr erlaubt. Aber es gibt durchaus ja noch Länder, wo das gang und gäbe ist, dass die Hunde sogar an einer kurzen Kette festgemacht sind und dort ihr Leben verbringen. Die hören nicht auf, wenn sie irgendwie was sehen, in die Kette reinzuspringen und sich aufzuführen, wie blöd, dass sie reinspringen und klatschen selber auf den Rücken, weil sie einfach da völlig ungebremst sind. Wenn da ein Hund auch, sagen wir mal, intelligent wäre, dann würde er das ja nicht mehr tun, ne? Also der müsste wissen, dass das Ding hält und müsste eigentlich sagen, nee, das bringt nichts, mich aufzuregen, weil ich komme da ja nicht hin. Aber so funktionieren Hunde nicht. So, und wenn man sich da dem Hund gegenüber immer klar verhält, also ihn rechtzeitig bremsen, wenn er halt noch nicht austickt, mit ihm üben, dass er Reize erträgt, und nicht immer nur warten auf den Erzfeind, der da auf vier Pfoten da einem entgegenkommt oder so, und dann sagen, ja, sie mögen sich halt nicht, dann wird es natürlich nicht besser, ne? Aber nur von einer Kommandostimme und von Kommandos hängt das nicht ab. Das schönste Beispiel ist immer, wenn das kommt zwar nicht so oft vor, aber doch immer mal wieder, wenn ich einen Menschen mit seinem Hund laufen sehe und du siehst das dem Hund schon an, dass er nichts vorhat, also dass er einfach so dumm, bisschen schnuffelt, dann geht der Besitzer, überholt den, weil der Hund da gerade noch schnuffelt, dann sieht der Hund das und der schließt einfach so im lockeren Trab auf, bis er wieder was Interessantes gefunden hat zum Schnuffeln, und so ist das, ist total entspannt. Das erreiche ich nicht, wenn ich vom Hund ständig irgendwas will. Weil da auch eine große Gefahr ist, gerade mit dem Herrufen auch, und das als nächstes Kommandobeispiel. Es wird eigentlich ja gerne mal vom Besitzer selber verkackt, eigentlich, kannst du sagen, der Rückruf, weil man den Hund ständig rufen möchte. Die Rüden, wenn sie gerade schnuffeln, würde jetzt, wenn der reden könnte, wo der dir dann sagen würde, Alter, ich will hier einfach nur mal kurz schnuffeln, ich komme schon gleich, ja, so, ne? Dann ist der Hund ja nicht ungehorsam, sondern er macht das Beste aus der Situation, ne? Oder dass junge Hunde zu früh zu viel
Freiheit bekommen. Freiheit im Sinne von, er soll immer schön Spaß haben und so. So, und dann wundert man sich, warum er auf seinen Spaß nicht einfach so verzichtet, bloß weil er mir gehört. Ne? Das klappt halt nicht, sondern man muss wirklich schauen, dass der Hund einen Grund hat, warum er sich um mich kümmert. Und da ist immer gut, wenn man halt mit Reizen erst doller wird, wenn man diesen Trieb, den der Hund da hat, dahin zu kommen, auch beherrscht. Ne? Und das ist irgendwie, da ist nicht viel Zauberwerk dabei, dass der Hund sich ruhig, also führen lässt, wirklich wörtlich genommen, wenn man da gewisse Sachen beachtet. Aber mit Anschreien, wenn das erstmal das Kindchen im Brunnen gefallen ist und da schon nach Luft japst, mit Anschreien oder an der Leine darum machen, wird das nicht besser. Das ist vielleicht insgesamt gesehen mein größtes Anliegen, dass ich das schaffe, dass meine Kunden sich authentisch verhalten dem Hund gegenüber. So, wenn es jetzt darum geht, einem Hund was beizubringen, und es wäre nur abhängig von dem, was man da jetzt dem Hund sagt, dann müsste das ja schon bedeuten, dass ein Mensch, der nicht sprechen kann, einem Hund nichts beibringen kann. Aber dem ist ja nun überhaupt nicht so. Ich hatte eigentlich das Glück, der Mensch, der nicht sprechen kann, das Pech, dass er nicht sprechen konnte, aber dem war das völlig egal und seinem Hund auch. Dem zuzugucken, das war einfach ein Gedicht, ich weiß auch nicht. Der hatte die Möglichkeit seiner Stimme nicht und der war halt immer eindeutig, so wie jetzt, wenn Hanna, die schaut jetzt nach den Krähen oder sowas. Da könnte ich jetzt mit der Stimme da ja schon irgendwie was machen, aber wenn ich nicht möchte, dass sie da weiter irgendwie sich für interessiert, könnte ich jetzt vielleicht auch einfach mal machen, dass sie da weggeht. Ne? Solche Sachen, die gehen immer, ohne dass ich an der Leine was mache, weil damit fängt es halt auch oft an. Wenn der Hund irgendwie was entdeckt hat und den reicht es da förmlich und der kriegt den Kopf hoch und der will da irgendwo hin, jetzt will sie gerade nur schnuffeln, aber das weißt du ja, wie das dann oft ist. Der Hund, der will da irgendwo hier, gut, mit Schnuffeln kann man es auch fertig machen. So, guck mal, ich ziehe da jetzt an der Leine rum, verhalte mich aber ansonsten nicht so, als würde ich wirklich meinen, sie soll aufhören zu schnuffeln. Das da, wenn sie anfängt, in meinem Rasen rumzubuddeln, dann wäre das durchaus authentisch, ohne dass ich überhaupt eine Stimme brauche. Ne? Wenn man überlegt, wie kann ich das machen, dass der Hund mir das glaubt, dann muss ich mich immer in irgendeiner Form verhalten. Ich muss etwas tun, just do it. Das ist das, was oft nicht gemacht wird, wenn man den Hund an der Leine hat. An der Leine ist es so, als wäre es der Griff, mit dem man den Hund dann jetzt irgendwas bringt. Man zieht da dran rum, man will jetzt nicht, dass er schnuffelt. So, das, guck mal, ich bilde mir ein, dass Hanna eigentlich ganz gut ausgebildet ist, aber wenn ich das mache, so, was soll ihr das sagen? Dass ich nicht will, dass sie da schnuffelt? Bloß weil der Zug auf die Leine kommt? Das ist es nicht. Ne? Sondern da wirklich, das ist jetzt das Einzige, was ich vormachen kann jetzt, weil es nichts anderes sich anbietet, da rempel ich sie eher über den Haufen. Ne? Und wenn ich nicht will, dass sie überhaupt beginnt mit Schnuffeln, dann greife ich die Leine kürzer. Siehst du? So. Jetzt ist es, ohne dass ich sie dass ich versuche, ihren Kopf hochzuziehen, es ist ihr schlichtweg nicht möglich, den Kopf runterzunehmen, weil ich die Leine so kurz habe. Sie weiß das jetzt schon, aber das verspreche ich, das klappt mit jedem Hund. Wenn man die Leine kurz genug hat, dann ist die immer noch locker und ohne Spannung, aber der Hund schafft das nicht, die Rübe runterzunehmen. Und schon muss ich nicht mehr schimpfen. Sehr gut. Kann ich sogar sagen, wie toll sie das gemacht hat. Ne? Ja. Mäuschen. Genau. So ist fein. Also du brauchst, damit dein Hund dir folgt, also damit er gehorsam ist, eigentlich keine Kommandos jetzt in dem Sinne. Die können helfen. Aber auch die Kommandos durchzusetzen, du kannst ihn ja nicht mit der Druckwelle deiner Stimme darunter beamen oder irgendwie sowas. Da gibt es ja immer einen Grund, warum der Hund das so und so nicht macht. Du wirst jetzt nicht mich jetzt hier im Hallo? Da gibt es ja immer einen Grund, warum der Hund meinetwegen das Kommando Platz unter gewissen Situationen nicht ausführt. Da ist es meistens, dass er einfach etwas anderes lieber machen möchte. Und
daran kann man was machen. Das bedeutet aber nicht, dass man mehr Druck mit der Stimme machen muss. Das passiert ja auch gerne, ne? So von wegen, man sagt dann, Sitz. Und der Hund, und dann wartet man, ob der Hund das macht oder nicht. Dann sagt man noch ein bisschen, Sitz. Dann sagt man noch ein bisschen deutlicher, guck mal, die macht das jetzt nicht, ne? Weil sie glaubt nicht, dass sie gemeint ist, weil ich mich nicht bewege, ne? Sitz jetzt! Habe ich Glück gehabt, ne? Aber was wäre besser? Komm, komm. Ich habe das schon jetzt vor. Sitz. Dreh mich um zu ihr und dann macht die das auch sofort. Dann brauche ich nicht dreimal irgendwie was sagen, ne? Genau. Also, authentisch sein mit dem Hund bedeutet, dass du auch dahinter stehen, du musst auch dahinter stehen zu dem, was du da sagst. Wenn du mal ausprobieren möchtest, ob er kommt, stehst du nicht dahinter, wird das Ergebnis auch sehr wahrscheinlich nicht sonderlich dolle sein. Ne? Da ist besser, wenn man dann sagt, okay, ich glaube, also wenn ich jetzt rufe, er wird jetzt eh nicht kommen, dann rufe ich lieber gar nicht erst. Das ist eine Riesenerkenntnis. Ne? Das ist wirklich eine Riesenerkenntnis. Und dann sollte auch noch die zweite Erkenntnis kommen, ich glaube, beim nächsten Mal brauche ich eine lange Leine. Ne? Also das hat dann immer noch etwas, was dann noch hinten dran kommt. Aber der Hund hat nie Schuld, sondern das, was er zeigt, ist immer nur ein Zeichen dafür, dass mit ihm nicht, wirklich nicht authentisch umgegangen ist, worden ist. Und daran kann man ja was ändern. Es ist tatsächlich wirklich immer so dieser altbekannte Spruch, das andere Ende der Leine, von ganz wenigen, sagen wir mal, Charaktermacken mal abgesehen, die so, also wirklich jetzt so, wenn man die Masse der Hunde betrachtet, keine große Rolle spielen, weil auch die meistens sogar eben durch Fehler im Training passiert sind und durch Erfahrungen, die der Hund gemacht hat, die nicht optimal waren. Aber mit einem Welpen, da sollte das eigentlich nicht passieren. Wenn der Hund ansatzweise normal im Kopf ist, sollte das nicht passieren. Und wenn man sich darüber erstmal klar ist, dass was will ich überhaupt vom Hund, was will ich in welcher Situation, dass man auch weiß, das kann er noch nicht können, weil das hat er noch nicht oft genug erlebt, dann wird man insgesamt einfach auch mal so ein bisschen verständiger für den Hund. Also man bekommt mehr Verständnis für den Hund, warum der das jetzt gerade eben noch nicht kann. Ich sage bewusst noch nicht, weil das kann der natürlich noch lernen. Und dann wird das immer, dann wird es immer besser. Aber versuch nicht über Druck durch die Stimme jetzt da beim Hund sowas wie Gehorsam einzufordern. Dann verkrampfst du dich und das nehmen dir die Hunde nicht ab, weil du das eigentlich gar nicht machen willst. Also das sollte jetzt praktisch der Sinn dieses Videos sein. Und ich bin mir sicher, ich treffe da eine ganze Menge an Leuten, dass die jetzt wirklich sagen so, ja, eigentlich schon. Die haben mir gesagt, ich soll den Hund also mal deutlich ansprechen und wie auch immer. Aber dann ist man halt einfach auch nicht, dann ist man einfach nicht nett. Ne? Weil Eindeutigkeit hat ja nichts mit Aggression zu tun. Ne? Meistens nicht. Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachdenken sowieso. Hani, ich habe gerade erzählt, dass ich die Leine kurz genug gegriffen habe. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und vor allen Dingen eben beim Nachdenken über das eigene Verhalten, weil dann versteht man das vom Hund einfach auch immer noch besser. Ja, und ja, freut euch auf mein nächstes Video, was sicherlich auch demnächst bald kommt. Alles Gute, deine Steffi.